So, hallo, liebe YouTube, liebe Facebook-Freunde. Hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. Ich möchte heute mal über Religion und über Glaube reden. Und zwar geht es heute um den Sonnengott Ra und im Allgemeinen auch um die Sonnenlichtanbetung, Sonnen-Lichtanbetung, so nenne ich das. Ich will mal zur Einleitung was sagen. Ich habe das hier, ihr seht's, das Kreuz hier ersetzt. Durch das hier. Ja? So. Ich finde auch, es ist hier viel positiver, gell? So schönes goldene Sonne. Also hier dieses Todessymbol. Finde ich, so nenne ich das mal. Ja. Man wird christlich erzogen. Man ist in der katholischen Kirche und so weiter. Und denkt, das ist die Wahrheit. Aber dann recherchiert man mal nach. Und macht so gewisse Erfahrungen und dann merkt man plötzlich, hoppla, das sind ja alles Lügen. Stimmt ja alles gar nicht. Ja? Und genauso war es bei mir. Und ich sage euch eins, ich war wirklich drin im Christentum, richtig christlich. Ich war richtig auch in der katholischen Kirche. Meine Tante hat mich da schon so einer katholischen Sekte da verführt und da war ich auch schon drin und kenne es in- und auswendig. Ich weiß, wie die Christen ticken und ich muss echt sagen, ich habe jetzt die Nase richtig gestrichen voll von diesem heuchlerischen Pakt. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sag. Ja. Aber es sind nicht alle so, natürlich, aber man geht halt von der Mehrheit aus und wir kann auch keiner sagen, dass es nicht das Christentum sei und es liegt da nicht zugrunde. Nee, es ist alles in der Bibel beschrieben. Ja. Auch diese ganzen intoleranten Gewalt- und Tötungsbefehle, die Bibel besteht aus Unterdrückung, Gewalt, Tötung, ja, Angst erjagen und so ist es auch, so wird es auch in diesen ganzen christlichen Sekten gelebt. Ja. Habe ich auch schon mal ein Video gemacht über Religionen, ja, wo ich das Christentum mal analysiert habe und den Islam mal analysiert habe. Ja. Ich drehe da bei beiden Religionen nicht Hand um, weil das ist eigentlich beide eigentlich nur dasselbe. Ja. Eine Religion ist beschissener als die andere, muss man fast so sagen. Ja, und das ist alles in den Büchern, wo sie ja geschrieben haben, auch so drin, es steht so drin. Ja, Kreuz, also nehmen wir mal Bibel, Kreuzzüge. Ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Im Alten Testament Moses heißt es auch Götzenanbeter töten. Ja, steht also alles in der Bibel drin. Hexenverfolgung steht in der Bibel, ich weiß jetzt zwar nicht mehr genau das Zitat, ich kann mir das so schlecht merken, aber steht drin, Zauberinnen sollst du nicht am Leben lassen. Ja? Aufgrund dieses Bibelzitates wurden tausende von Hexen verbrannt, ist so, das ist Christentum, das ist die Bibel. Ja? Und im Koran genau das gleiche, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie trefft, steht im Koran drin, wird so ausgeführt. Koranisches zeitliches Befehlsbuch, zeitlos gültige Befehlsbuch, zählt eins und eins zusammen, dann wisst ihr Bescheid. Ja? Warum gibt es immer Probleme im Christentum, mit den Kirchen, mit dem Islam? Ja? Warum denn immer? Ja? Weil das so in den Büchern so drinsteht, weil die Gott verfälscht haben. Genau das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ja? Wenn jetzt einer sagt, ja, das ist doch heute, bei der Kirche ist doch heute nichts mehr. Ich habe mal ein Argument, ja, das war früher mit den Hexenverfolgungen, mit den Kreuzzügen, stimmt auch nicht. Ja, stimmt auch nicht. Missbrauchsskandale. Was war denn mit den 12 Stämmen in Klosterzimmern? Ja? Kinder geschlagen, vergewaltigt worden, ja? Zu harter Arbeit gezwungen worden. Ja? Steht da alles drin. Der Müßiggang wurde auch verdammt. Ja? Also laut der Bibel ist ja der Müßiggang was Schlechtes. Du sollst arbeiten im Schweiße deines Angesichts. Und der Paulus hat ja gesagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ja? Da pfeife ich, auf so einen Gott pfeife ich doch, Leute. So ein grausamer Gott. Was will man mit so einem grausamen Gott? Braucht nicht. Ja? Und wie gesagt, und ich war ja jetzt auch bis jetzt auch immer Buddhist, muss ich auch sagen. Also ich habe mich dann mehr mit Buddhismus und Hinduismus beschäftigt und früher heute noch. Finde ich auch, heute noch würde ich auch sagen, das sind absolut friedliche Religionen und tolerante Religionen, das kann man auch jedem empfehlen, ja, im Gegensatz zu Christentum und Islam. Aber mir fehlt halt doch der Gottesbezug, das muss ich zugeben. Ich brauche einfach den Bezug zu einem höheren göttlichen Wesen. Ja.
Und so bin ich auf den, nach, ich habe halt recherchiert und ja, informiere mich viel und denke viel darüber nach und habe auch überlegt, was war denn vor diesem ganzen Buch Religionen? Was waren davor? Was haben davor die Menschen als Göttlichkeit erkannt? Und da bin ich dann auf den Sonnengott Ra gestoßen. Ja, die erste monotheistische Religion, ja, von Pharao Echnaton zur Staatsreligion ernannt worden. Und das sehe ich so als Gott. Warum? Es gibt ja viele Leute zum Beispiel, die sagen, zum Beispiel, ja, ich bin jetzt kein Kirchgänger, ich bin jetzt nicht so gläubig. Ja, das heißt, also sie lesen auch keine Bibel oder so, aber sie glauben so an Gott so. Ja. Und ich sage, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das heißt, diese Menschen haben also ihren eigenen Gottesbezug aufgebaut. Ja. Und das ist schon mal, ja, also wie gesagt, so ganz undogmatisch einfach, gehen sie den Direktweg zu Gott. Ja. Und das sage ich auch, warum eigentlich ein Buch lese? Warum kann ich nicht gleich direkt zu Gott und mit Gott eins werden, ja, und verschmelzen? Das finde ich schon mal ganz gut. Und genau darauf setzt mein Sonnenlichtkult, den ich wiederbeleben möchte. Das ist kein Witz, das ist auch keine Satire, sondern das ist völliger Ernst. Ja. Ich habe bei Facebook eine Gruppe gemacht, also gegründet. Ich kann es euch mal schnell zeigen. Die heißt Die neuen Sonnenlichtanbeterinnen, wir beten zum Sonnengott Ra, Sol, also wie sie auch heißen, Aton, Balder, ja, Helios. Also wie man den Sonnengott bezeichnet, ist mir eigentlich wurscht, sage ich jetzt einmal. Ich habe jetzt mal die Gruppe beschrieben, und zwar so. Beim Sonnenlichtkult geht es um die Anbetung des Lichts bzw. der Sonne sowie um die Verehrung aller positiven Dinge des Lebens. Buchreligionen wie Islam und Christentum führten die Menschheit mit ihren Gewalt- und Tötungsbefehlen sowie den Versklavungsaufrufen in die Irre. Also verdammt, Versklavungsaufrufen heißt, ich meine damit diese Verdammung des Müßiggangs in die Irre und zu unsäglichem Leid. Wir wollen zurück zum Ursprung, zurück zu der ersten monotheistischen Religion, zurück zur Sonnenanbetung, die im alten Ägypten mit Gott Ra ihren Ursprung hatte und später leider von den Gewalt- und Unterdrückungs- und Tötungsreligionen wie Islam und Christentum ebenfalls mit Gewalt und Verfolgung fast ausgerottet wurde. Frei von Dogmen soll die Neuauflage der Sonnenlichtanbetung als esoterische Bewegung eine humanistische Alternative zu den Weltreligionen sein. Ein klares Bekenntnis zum Müßiggang. Der Müßiggang führt uns zu der Erkenntnis, dass alles Streben nur zu vergänglichen Dingen dient. Vergänglichen Dingen dient, ja. Auch meditieren und Bücher lesen ist Müßiggang. Wir trennen uns damit ganz klar vom Arbeitsethos des Christentums, der die Menschen in die Sklaverei geführt und geführt hat. Bitte keine politischen Kommentare und Postings, ja. Also, so sehe ich das aus. Es gibt, also, wenn jetzt jemand fragt, was sind denn eigentlich dann die Glaubensgrundsätze von der Sonnenanbetung, von der Sonnenlichtanbetung, dann sage ich ganz einfach, erstens, Müßiggang wird ausdrücklich befürwortet, ja, weil nämlich die Lob des Fleißes hat ja eigentlich immer nur zu Sklaverei und zur Unterdrückung geführt. Wir sagen genau das Gegenteil, wir sagen, Müßiggang ist was Gutes, ja, die sogenannte Faulheit, ja. In der Sonne liegen, ja, so schließt sich ja der Kreis. Sonnenliegen ist ja schon mal wieder Lichtanbetung, Sonnenanbetung. Ja, und dann seid einfach nett zueinander, achtet die Tiere, achtet die Menschen, ja. Und alles andere wird sich ergeben. Wenn wir dann mal genügend Leute haben, Gläubige haben, das ist natürlich alles eine Zukunftsmusik, ja, hätte natürlich vor, dass man dann Geld, dass man zusammenlegt und dass man uns dann so einen Sonnentempel, so einen Tempel kaufen oder bauen lassen. So richtig schön mit Säulen, so schön aus Marmor, ja. Oder halt, es ist ja egal, ob Marmor oder was wir da für Steine nimmt, was man da hernimmt als Baumaterial. Ja, aber so, dass wir in der Tradition der alten heidnischen Priester stehen, ja, dass man das auch wieder so richtig aufleben lassen. Heidnische Priester mit Priesterkutte, Glatze und so weiter, dass man dann auch zum Beispiel Opfer, natürlich keine Menschen- und keine Tieropfer, ja. Auch das wurde auch gar nicht so von den Sonnenanbetern betrieben, dass man da Menschen geopfert hat, sondern man weiß es auch von den Sonnenanbetern, von Gott Sol, dass die vom römischen Gott Sol, dass die ja zum Beispiel immer grüne, zum Beispiel Pflanzen zum Beispiel geopfert haben, ja, also noch Feuer reingeschmissen haben und so quasi geopfert in dem Ritual.
Das würde ich dann auch so machen, natürlich auch wieder so das Ritual genauso auf, wieder aufleben lassen. Ja. Man könnte auch zum Beispiel Blumen zum Beispiel opfern, das wäre zum Beispiel auch eine schöne Sache für den Sonnengott. Ja. Und ja, dass wir das einfach so wiederbeleben, dass wir uns da treffen im Tempel des Lichts, dass wir zusammen meditieren und uns über die philosophischen Fragen der Welt zum Beispiel Gedanken machen und diskutieren. Ja. Da wurden auch dann, wie gesagt, kostenlose Meditation, Yogakurse wurde ich da auch anbieten in dem Sonnentempel. Ja. Wäre also alles möglich. Ja. Und ja, also das wäre, finde ich, eine super Sache. Ist jetzt natürlich alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ich meine, das wird natürlich auch Geld kosten und so. Aber so jetzt mal für den Anfang, hätte ich mal gesagt, treffen wir uns doch bei Facebook in der Gruppe, wo ich da gegründet habe. Die neuen Sonnenlichtanbeterinnen, wir beten zum Sonnengott, dass wir uns da einfach treffen und dass wir uns da einfach auch erstmal austauschen. Das wäre zum Beispiel schon mal die Grundlage, ja, für die Wiederbelebung. Also wie gesagt, ich suche nur Leute. Leute, kommt's, also kommt's einfach, also an alle jetzt, die jetzt noch bei, also die, ich spreche jetzt halt hauptsächlich die Leute an, die bei Facebook sind, kommt in meine Gruppe, diskutiert mit. Ja, ihr könnt auch Ideen einbringen, ist ja gar kein Thema, ja. Und gar keine Angst, es gibt keine Dogmen oder so. Wir haben, es gibt keine großen viele Glaubensgrundsätze, es ist ja nur wirklich eins, seid alle nett zueinander, respektiert alles, was lebt und respektiert das Leben und ja, und natürlich Mystikern wird befürwortet und das war's schon. Und alles andere ergibt sich und alles andere wird sich weiterentwickeln. Ja. Okay, das mal soweit. Wie gesagt, ich freue mich. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich gibt es mal einen Daumen hoch, ja, teilt das Video, abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, dann wünsche ich noch einen schönen sonnigen Tag und Licht und Liebe für alle und ja, macht es gut, gell? Okay, bis dann.